Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play 2017. Und ich habe mir für euch das Spiel Emergency 2017 ausgesucht. Für alle, die Emergency nicht kennen, die Emergency-Reihe. Emergency ist eine Art Simulation von Rettungskräften, wenn man so will. Hier geht es von kleinen Brand einer Mülltonne, hätte ich beinahe gesagt, bis hin zum Großeinsatz mit Chemieunfällen und so weiter, bei 2017 sogar relativ oder recht aktuell, auch mit sehr viel Terror im Hintergrund. Das dominiert das Spiel auch sehr, an die aktuelle Lage halt angepasst. Und hier ist es halt eure Aufgabe, die verschiedensten Rettungskräfte aus Polizei, Feuerwehr und dem Roten Kreuz sowie THW an die Einsatzstelle zu bringen und dort halt ihre Aufgaben zu verrichten, verhaften, Feuer löschen, retten und so weiter und so weiter. Alles, was so dazugehört. Und das macht ihr bei Emergency und Emergency 2017. Haben wir hier einmal das Hauptmenü. Und hier sehen wir schon Spielen, Account, Erfolge, Einstellungen, Mitwirkende und so weiter. Um das Menü kümmern wir uns ein anderes Mal. Heute beschäftigen wir uns erst einmal mit dem Spielen. Und wenn wir da raufklicken, dann haben wir die Untermenüs Kampagne, Großeinsätze, freies Spiel, Multiplayer. Letzteres habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Multiplayer spiele ich sowieso eigentlich relativ selten, außer natürlich bei WoW, da ist es ein Multiplayer-Game, aber ansonsten bin ich eigentlich eher der Singleplayer-Typ. Das freie Spiel kann ich auch kurz erklären, da habt ihr eine feste Karte. Ich glaube, die Stadt könnt ihr euch aussuchen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich das freie Spiel 2017 noch nicht gespielt habe. Aber im Allgemeinen ist es halt so, dass ihr eine Karte bekommt und eine bestimmte Anzahl an Einsatzfahrzeugen, und dann wartet ihr darauf, dass irgendwo auf eurer Karte was passiert und müsst dann halt eure Einsatzkräfte entsprechend dahin schicken. In Großeinsätze, das wiederum könnt ihr erst spielen, wenn ihr die Kampagne durchgespielt habt, denn die ganzen Großeinsätze, die da zur Verfügung stehen, die müsst ihr in der Kampagne erst einmal freischalten. So, dann kommen wir zur Kampagne. Wenn man da auf neue Kampagne oder auf Kampagne klickt, dann bekommt man die Möglichkeit, eine bereits angespielte weiterzuspielen oder zu laden. Oder eben, wenn man auf neue Kampagne klickt, dann hat man diesen Bildschirm, den ihr sehen könnt. Und da könnt ihr schon sehen, da steht Emergency 5, Emergency 2016 und 2017. Das kommt, weil ich die Vorgängerversion davon bereits auch installiert hatte. Und das war bei Steam bekannt offensichtlich. Und so kann ich halt mit der aktuellen Grafik auch die alten Emergency-Teile oder älteren Emergency-Teile spielen. Und das ist natürlich gar nicht schlecht, weil man hat sie dann doch sehr, sehr lange nicht gespielt. Und dann ist das mal eine ganz nette Abwechslung, wenn man nicht nur eine, sondern drei Kampagnen hat. Aber wir wollen uns jetzt ja mit Emergency 2017 beschäftigen. Und das machen wir auch. Und da spiele ich heute mit euch die erste Mission. Dieses erste Let's Play wird natürlich ein bisschen länger, weil ich viel erkläre. Und ich möchte gleich eines vorweg sagen. Ich bin sicherlich kein perfekter Spieler. Das möchte ich auch nicht sein. Ich möchte das für mich jetzt auch nicht rausnehmen. Und möchte euch auch nicht sagen, wie ihr das Spiel zu spielen habt. Sondern ich möchte euch einfach teilhaben lassen an der Art und Weise, wie ich das Spiel spiele. Das ist mit Sicherheit nicht perfekt. Aber ich habe es auf die Art und Weise durchgespielt und von daher also auch nicht die schlechteste Variante. Und vielleicht helfe ich dem einen oder anderen ja noch dabei, die ein oder andere Mission dann doch etwas schneller zu bestehen. Und Leuten, die das Spiel eigentlich noch gar nicht kennen, mache ich vielleicht so ein bisschen Appetit darauf. Also würde ich sagen, lasst uns starten mit dem ersten Let's Play und der ersten Folge von Emergency 2017. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wir spielen die erste Mission und da kriegt man erstmal einen Schreck, wenn man das wie 1583
Ich wollte auch moderne Polizei und Krankenwagen und sowas fahren. Keine Angst, es ist wirklich nur die erste Mission, die 1583 spielt. Und ja, ich mach's mal ein bisschen leichter. Das Zeitalter der Hexenverfolgung. In Hamburg war es lange Zeit nicht üblich, dass Personen der Hexerei und Zauberei beschuldigt wurden. Doch eine Gruppe von Fanatikern bringt nun die Hexenverfolgung auch in die Hansestadt und schürt Unmut und Hass der Bewohner. Frauen werden beschuldigt, sich mit dem Teufel zu verbünden, um Missernten und Krankheiten über die Stadt zu bringen. Der Hamburger Senat jedoch stellt sich den Fanatikern in den Weg und setzt die Stadtwache ein, um die geplanten Hexenverbrennungen zu verhindern. So. Klicken dann mal und kriegen erst einmal ein kleines Video dazu. Und da wären wir dann auf dem Bildschirm. Ich drücke jetzt einmal die Pausentaste kurz. Den Bildschirm erkläre ich euch gleich nochmal im Einzelnen. Das macht jetzt im Moment noch keinen so großen Sinn, weil ich mich noch nicht bewegen kann über die Karte. Das kommt, weil das die erste Mission ist. Und die hat dann noch so ein bisschen Tutorial-Funktion quasi. Aber ich sage euch jetzt schon, die Pausentaste ist der beste Freund des Emergency-Spielers. Das ist, ihr habt nachher so viel auf einmal im Auge zu behalten und das ist einfacher, wenn ihr die Pausentaste benutzt, glaubt mir das, gerade als Einsatzleiter, wenn ihr nachher wirklich, keine Ahnung, 5, 6 Notärzte im Einsatz habt und dann noch Feuerwehrleute und Feuerwehrwagen und Polizeikräfte und, das ist unrealistisch jetzt zu sagen, Polizist 1, du machst jetzt das und das. Polizist 2, du machst jetzt das und das. Das würde kein Einsatzleiter machen. Ja, dann wäre alles schon abgebrannt und die ganzen Leute wären tot. Ja, man würde ganz einfach sagen, die Polizeikräfte los, verteilt euch und tut das und das und das. Und damit man das im Spiel auch so machen kann, benutzt man halt die Pausentaste und gibt seinen Leuten quasi im Pausenmodus schon Befehle und lässt dann einfach das Spiel weiterlaufen. So, das werdet ihr aber ganz schnell feststellen und auch gleich bei der ersten Mission, denn die ist gar nicht so ohne. Aber auch das werdet ihr sehen. Ich habe natürlich in die Mission überall schon mal reingespielt. So, und wir machen jetzt einfach mal die Pausentaste wieder weg. Stets zu Ihren Diensten. Wenn man noch mal kurz hier oben steht, was wir tun sollen. Hilfemenü machen wir auch noch mal kurz auf. Und dann könnt ihr hier noch mal sehen, wie man Personen verhaftet und abführt, ne? Das ist einer mit einer Mistfork über dem Kopf, das heißt, der stänkert. Und links wählen wir unsere Stadtwache aus und mit Rechtsklick dann auf den Fanatiker, um den zu verhaften. Wenn wir hier mal weiterklicken, könnt ihr auch noch sehen, wie man Feuer löscht. Und auch, wie man die Damen vom Scheiterhaufen befreit. So, jetzt aber weiter. Und ihr seht ihr schon, da kommen noch mehr Stadtwachen. Das sind aber auch alle, die wir schon haben erstmal. Gerade mal 6 an der Zahl. So, und wenn die da sind, dann guck mal hier, da haben wir jetzt einen neuen Plan. Und jetzt drücke ich mal auf die Pause, denn jetzt kann ich euch alles Mögliche erklären. Hier oben auf der linken Seite, da ist bis jetzt noch alles leer. Da habt ihr nachher so eine Art Einsatzübersicht, was da überhaupt so vor sich geht. Hier rechts habt ihr einmal den Missionstitel natürlich, aber was viel wichtiger ist, hier unten steht, was im Moment akut zu tun ist. Das heißt hier der Marktplatz mit Stadtwachen absichern. Ihr könnt mit der Maustaste zum Beispiel an den Rand gehen oder ihr könnt auch mit den Pfeiltasten die Karte bewegen. Mit dem Mausrad könnt ihr noch rein und raus zoomen und bei gedrückter rechter Maustaste könnt ihr noch die Karte drehen, falls ihr mal irgendwas nicht genau sehen solltet. So. Und wir gucken mal, was auf dem Marktplatz los ist. Ja, und den sehen wir hier. Und da sehen wir einmal hier diese Markierung.
Und wir sehen hier, wir sollen jetzt den Marktplatz mit Stadtwachen absichern. Und zwar müssen wir in jede diese Markierung eine Stadtwache reinstellen. Die Stadtwache, die jeweils ausgewählte Einheit, die wir haben, ist hier unten dargestellt. Das kann eine einzelne Person oder auch eine ganze Gruppe sein. Und wenn wir hier eine Person haben, dann haben wir hier auch eine Taste, was diese Person machen kann. Sie kann also, wenn wir jetzt E drücken, dann können wir jetzt diese Wache mit einem Schwert ausrüsten. Ja, das können wir machen mal bei allen Wachen machen. Dafür ziehen wir einen Rahmen um alle 6 Wachen. Und ja, bitte. Wenn alle ausgewählten Einheiten von der gleichen Sorte sind, in dem Fall sind es ja 6 Wachen, dann haben die auch hier unten die gleiche Aktionsleiste. Wenn natürlich jetzt da noch ein Notarzt zwischen wäre, später einmal, die können natürlich nicht die gleichen Tasten haben wie ein Polizist, dann fällt das hier unten weg. So, und dann drücken wir einmal auf E. Lassen wir mal kurz die Pausentaste los. Jetzt haben sie alle schon ihr Schwert quasi bereit. So. Und jetzt verteilen wir die, und das mache ich nämlich auch schon mit der Pausentaste, was weil wie gesagt, wenn ich jetzt Einsatzleiter wäre, dann würde ich ja jetzt auch nicht sagen, Herbert, du gehst auf den Platz, Freddy, du bitte auf den Platz, auf dem Weg, Georgie, die schicken wir hier hin, bitte, wird ausgeführt. Han Solo, keine Ahnung. Wie kann ich dahin? Ja, das ist doch schön. Meine Klingen sind geschärft. Den schicken wir dahin. Und Eddie the Eagle, den schicken wir dahin. Ja, jetzt wäre, wenn ich jetzt die Pausentaste nicht gedrückt gehabt hätte, schon eine Menge Zeit vergangen, in der unheimlich viel passieren kann. Aber als normaler Einsatzleiter im echten Leben würde ich das ja auch nicht so machen. Da würde ich auch sagen, pass auf, ihr 6 Leute, geht zum Marktplatz und nehmt dort eure Plätze ein, um die im Schach zu halten. Und dann machen die das auch. Und in dem Fall machen sie es jetzt, wenn ich die Pausentaste wieder loslasse. Die Zeit läuft weiter. Ihr seht das hier oben. Die Zeit ist nicht ganz unwichtig für die Punktezahl, die ihr da am Ende bekommen könnt. Also gibt es noch Rennen ging und so weiter. Gibt es auch Medaillen, wie toll man war. So, und ihr seht jetzt hier, die 6 Wachen nehmen jetzt ihre Posten ein und hier wird dann gleich ein neuer Auftrag kommen. Erstmal kommt ein kleines Video. Wir müssen den Eiferer festnehmen, bevor er einen Scheiterhaufen anzündet. Noch kein Video. Ich drücke mal kurz auf Pause, um zu erklären, was hier jetzt dazugekommen ist. Hier sehen wir, was uns gerade erzählt wurde. Und hier steht jetzt ein Fanatiker festnehmen. Jo, gut, ein Fanatiker festnehmen hört sich nicht so schlimm an. Ich nehme jetzt zum Festnehmen den hier. Der ist am dichtesten dran. Wie kann ich helfen? So. Wird ausgeführt. Die beiden hier, bitte. Die schicke ich aber schon mal hier oben hin. Bitte. So. Und dann haben wir noch die beiden. Ich höre. Die schicke ich erstmal hier in die Mitte. Warum, das werdet ihr gleich feststellen. Jetzt läuft der erstmal da hoch. So. Gibt das einen kleinen Kampf, da können wir noch ein bisschen schneller machen. Das kann in späteren Einsätzen nochmal auch nicht was werden, so wie. Die Menge ist nicht mehr zu halten. Machen wir nochmal. Die unschuldigen Frauen verbrennen. Pause. Wir müssen die wütende Masse aufhalten. Berichterstattung. Und das ist quasi nachher auch die Berichterstattung von einem Reporter, der eine fliegende Taube dargestellt wird. Oder eine weiße Taube dargestellt. Jetzt sehen wir auf einmal, wir sollen die Frauen vom Scheiterhaufen befreien und wir sollen alle Fanatiker festnehmen. Das sind jetzt aber schon 5. Einen haben wir ja schon. Und jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3. Und da ist auch noch ein. Ja, jetzt wird es natürlich eng mit den Stadtwachen. Jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, gut, wir haben ja auch noch 5 Stadtwachen. Ja, die beiden da oben. Die beiden hier. Ich muss gerade mal gucken, wo dann
sechste Stadtwache im Moment ist. Da. So. Ich höre. Aber glaub mir, es ist, wird einfacher, um die ganze Mission zu schaffen, wenn wir uns erstmal darum kümmern, dass die Frauen in Sicherheit sind. Warum? Ganz einfach. Unsere Kräfte sind gebunden. Ja, sie verhaften jetzt quasi die Aufrührer. Und wenn sie das geschafft haben, dann führen sie die erst einmal ab ins Gefängnis und stehen dann erst wieder zur Verfügung. In der Zeit kann aber viel passieren. Es werden noch Brände gelegt, die gelöscht werden wollen. Aber eben, es kommen auch noch mehr Fanatiker, die gefangen genommen werden wollen. Und wenn man jetzt seine ganzen Kräfte verteilt, dann hat man keinen mehr, um die ganzen Damen zu befreien. Das sind immerhin 7 Stück. Und es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wenn man das jetzt nicht machen würde, da kommen auf einmal dann 2 Aufrührer von beiden Seiten an und versuchen, den Scheiterhaufen anzuzünden. Und sobald einem das gelungen ist, ist die Mission gescheitert. Wenn es ein Feuer mehr zu löschen gibt, nicht unbedingt. Ja, also man muss da immer so ein bisschen abwägen. In dem Fall weiß ich natürlich, das wird ein bisschen eng nachher. Also, jetzt geben wir die Befehle. Wir geben denen den Befehl, den festzunehmen. So, du befreist die. Ich höre. Du befreist die. So, dann haben wir noch die beiden Jungs hier. Du nimmst den hier, der ist vor deiner Nase, und du nimmst den hier. Und den hier hinten kümmern wir uns erstmal nicht. Weil der nicht hier hinkommen wird. Der wird hier höchstwahrscheinlich hier hinten rauslaufen gleich. Da werde ich gerade eines Besseren belehrt. Ne. Doch nicht, der rennt da einfach vorbei. So. Ich drücke jetzt noch mal kurz auf Pause. Ja, ihr könnt jetzt sehen, wir haben jetzt schon 2 befreit von den Damen. Und der hier hinten jetzt hinläuft, der wird da gleich ein Feuer legen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich habe im Moment keine Kräfte über, um das zu verhindern. Ich könnte natürlich einen von den Befreien hier abziehen, aber das lasse ich lieber. Weil, wie gesagt, Feuer löschen ist eine Sache, das geht. Hilfe ist unterwegs. Aber wenn mir da einer von den Fanatikern das schafft, ein Lagerfeuer anzuzünden, dann ist die Mission gescheitert. So, jetzt haben wir den schon mal wieder verfügbar. Und den schicken wir jetzt hierher. Es wurden Güter im Hafen angezündet. Wir sollten und den festzunehmen, bevor die Brände noch sich ausbreiten. Ja, zwischendurch immer mal schauen, wie weit sind die hier mit ihrer Befreiungsaktion. Zack, gleich weitermachen. Ja, bitte. Sehr gut. Stadt, so, wie weit ist die Wache hier? Die geht jetzt in den Nahkampf rüber, okay. Und jetzt nehmen wir den nächsten, der da ist, und schicken ihn erstmal zum Feuerlöschen. So, gleich wieder auf den Marktplatz, um zu gucken, was hier los ist. So, den können wir jetzt abteilen. Der kann jetzt die letzte Frau befreien. Was kann ich tun? Und den lassen wir erstmal noch hier oben. Und die beiden schicken wir in der Zeit einmal dahin, weil dann nämlich auch gleich. Es kommen noch mehr Fanatiker her. Unsere Verstärkung ist an der Garnison eingetroffen. Wie kann ich helfen? Wird ausgeführt. Ich höre. Die schreiben uns auch gleich. Hier von hinten kommt hier auch einer angelaufen. Ist aber auch nicht so schlimm. Du, bitte. Hier schicken wir auch gleich dahin. Den schicken wir da gleich mal hinterher. Zu ihren Diensten. Ja, schauen wir mal hier, wie es hier so aussieht. Ja, das Feuer wird hier schon bekämpft. Ja, hier seht ihr einen Brand. Im Gange sind im Moment 11 Fanatiker unterwegs. Aber hier kann nichts mehr passieren. Ja. Die Frauen sind alle in Sicherheit. Jetzt schalten wir nochmal auf Pause, wo jetzt die maximale Anzahl an Fanatikern auf dem Bild herum. So, den schicken wir schon mal zum Verhaften. Auf dem Weg!
Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. So, ja, bitte. Da zum Werfen. Und jetzt haben wir hier schon zwei Feuer. Müssen wir aufpassen, das heißt, wir schicken den zum Feuerwerk rein. Ja, das ist also gar nicht so ohne. So, jetzt haben wir hier drei Leute. Müssen wir mal gucken, wo die jetzt überall hinlaufen. Weil ich glaube, die laufen jetzt hier hinten raus und machen da Stress. Auch da muss man jetzt natürlich aufpassen, ne? Das ist ganz klar. Ne? Den haben wir ja hier schon beauftragt mit der Festnahme. Zu ihren Diensten. Müssen wir hier mal ein bisschen weiterschauen. Ein Feuer ist gelöscht, sagt er. Das dürfte das hier sein. Dadurch können wir den natürlich jetzt auch wieder rum losschicken. Und den nächsten verhaften. Werd ich machen. So, und jetzt haben wir hier zwei Eingriffskräfte. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ja, man verliert den Überblick, wenn man nicht aufpasst. So, dann müssen wir erstmal gucken, wo sind jetzt noch Fanatiker, die wir noch nicht im Griff haben. Ja, die beiden haben wir im Griff. Der kümmert sich automatisch um das Feuer, wo er rankommt. Das heißt, wir können die beiden Kräfte zur Unterstützung hier hinschicken, wo es sicherlich auch gleich ein Feuer geben wird. Für unsere Stadt. Aber wir können natürlich auch hier unten unsere Minikarte benutzen. Ja, könnt ihr auch mit der Maustaste ranzoomen. Und hier seht ihr, wo Fanatiker sind. Hier diese weißen Punkte, das sind unsere Stadtwachen. Dieses rote hier, das heißt, dass da ein Feuer ist. So, wir müssen natürlich aufpassen, weil hier wird jetzt ordentlich gezündelt. Also da müssen wir jetzt relativ schnell handeln. So, der schnappt sich den bereits. Wo bleiben die anderen Wachen? Oh, aua. Da wird noch gerangelt und das Feuer ist wieder in Gange. Das ist natürlich nicht so schön. So, dafür hat der hier sein Feuer gelöscht. Dann schicken wir dem gleich zu ihren Dienst. Zum nächsten löschen. Und wir gucken mal, was haben wir hier. Aha, da haben wir wieder zwei Stadtwachen. Sehr gut. Die schicken wir dann auch gleich hier runter zum Löschen. Wird ausgeführt. Jetzt könnte das nämlich alles ein bisschen eng werden. So, da kommt die nächste Wache. Was kann ich tun? Den nehmen wir fest. Wie kann ich löschen? Wird ausgeführt. Und jetzt warten wir noch auf die anderen beiden. Und jetzt muss ich. Volksverräter! So, und jetzt kann man zum Beispiel auch hier sagen, wow, kühl das da mal, damit das nicht auf Feuer fängt. Und das geht auch. So, wir schauen nochmal zum anderen Feuer. Ja. Hier sehen wir an der Leiste, dass das langsam runtergeht. Hier ist alles im grünen Bereich. Das heißt im Prinzip, wenn jetzt alle abgeführt worden sind und wir sehen gerade, da ist einer noch nicht. Den haben wir noch gar nicht hier. Ja, bitte. Der versteckt sich darin. Für unsere Stadt. Da müssen wir natürlich sehen, dass wir ihn noch zu fassen kriegen. Weil das könnte natürlich auch sein, dass die von außen sind. Das wäre übrigens diejenige, die hat. Die wäre jetzt hier hinten raufgelaufen und hätte hier den Scheiterhaufen ganz an der Ecke angezündet. Und wo auch immer eure Einsatzkräfte dann gewesen wären, keiner, wenn er nicht genau daneben gestanden hätte, wäre rechtzeitig da gewesen, um sie vom Feuermachen abzuhalten. So, wir sind jetzt hier. Alle Brände sind gelöscht. Ja, ja, können wir hier sehen. Alles klar. Ja, bitte. Jetzt können wir den nach Hause schicken. Brauchen wir aber in dem Fall bei der Mission nicht. Ja, alle Leute sind auch wieder
verfügbar. Wir haben hier nur noch jetzt das Gerangel mit der einen Dame. Auch die haben wir jetzt festgenommen. Jetzt können wir die Zeit wieder ein bisschen vorlaufen lassen. Das Ganze ein bisschen schneller machen. Und wir können auch irgendwie hier auf die Kamera klicken. Dann haben wir den, den wir zuerst markiert hatten, direkt im Blick. So, und sehen wir alle Aufträge erfüllt. Gemeinsam die Frauen vor dem sicheren Tod bewahren und die Eiferer festnehmen. Und damit möge ist die erste Mission für alle Zeiten der Vergangenheit erfolgreich angehören. Gelaufen. Und ja, ihr seht hier schon, es geht in Hamburg weiter. Und das Einsatzgebiet wird jetzt geladen. Das ist aber dann für mein nächstes Let's Play von Emergency. Deswegen will ich da jetzt auch noch nicht zu weit vorgreifen. Ich möchte euch nur mal ganz kurz noch die Einsatzsequenz davon zeigen. So quasi als kleine Vorschau, was uns denn da als nächsten Einsatz erwartet. Wenn das Let's Play 2 kommt. Das wird dann natürlich ein bisschen zügiger vonstatten gehen, weil ich ja nicht wieder alles haarklein erklären muss. So, und hier haben wir... In der Innenstadt haben sich verängstigte Bürger zu einer Kundgebung versammelt. Entsenden Sie Polizeibeamte, um die Kundgebung zu sichern und sorgen Sie also das für wird dann unsere nächste Mission Ablauf. Sein. Und ihr seht, das Ganze ist jetzt in der aktuellen oder in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit. Und das ist jetzt hier dazugekommen. Und zwar sind das unsere verfügbaren Einsatzkräfte. Das alles andere bleibt so, ne? Hier oben Demonstrationen mit Polizei sichern ist die Aufgabe. Hier nochmal, was der gerade da erzählt hat. Und wenn wir eine Einheit ausgewählt haben, wird sie hier unten rechts erscheinen. Und hier haben wir die Markierung. Ne? Und hier steht ja mit Polizei sichern. Das heißt, wir stellen hier auf jede Markierung ein Auto. Und damit ist der erste Teil dieser Aufgabe gesichert. Aber das will ich jetzt nicht zu weit vertiefen. Ich will noch mal kurz hier auf die Schilder kommen. Hier könnt ihr sehen, Fahrzeugauswahl, was wir alles noch hier oder was wir im Moment alles so Schönes haben. Hier haben wir einen historischen Rüstwagen, Taucher, ein Transportfahrzeug für ein Motorboot, haben wir sogar zwei Stück. Wir haben sogar zwei Feuerlöschboote, klar, in Hamburg. Wir haben ein Drehleiterfahrzeug zur Verfügung. Wir haben zwei Tanklöschfahrzeuge und wir haben zwei Rüstwagen zur Verfügung. Dann haben wir bei den Notärzten haben wir hier Notarztfahrzeuge, Krankenwagen und Rettungshubschrauber ein. Dann haben wir die Polizeikräfte, haben wir normale Streifenwagen, Mannschaftswagen, Polizeihubschrauber, SEK-Hubschrauber. Auch wird auch noch wichtig. Und vom THW haben wir im Moment Abschleppwagen, einen Ingenieur, ein Bergefahrzeug und einen Bergungshelikopter. Da kommen nachher im Laufe der Mission auch noch weitere Spezialkräfte hinzu. Man muss sich auch mal steigern können. Was wir jetzt hier auf der Karte noch sehen, das ist einmal hier so ein blauer Punkt und einmal dieses Ausrufezeichen. Und wenn wir darauf klicken, sehen wir, aha, okay, das ist jetzt, da sind wir in der Mitte des Geschehens und hier unten das Blaue, das ist unsere Zentrale. Hier starten unsere Einsatzfahrzeuge. Und da könnt ihr nämlich schon erahnen, wenn die hier unten losfahren, nachdem hier oben was passiert ist, kann in der Zwischenzeit natürlich auch schon eine Menge andere Sachen passieren. Da muss man manchmal ein bisschen vorplanen und wie gesagt, manche Missionen schafft man einfach nicht beim ersten Mal, weil da irgendwelche Leute irgendwo hinlaufen, womit man überhaupt nicht rechnet. Und bis man die dann geschnappt hat, haben die schon wieder sonst was Böses angestellt. Also manchmal fliegen die auch aus dem Einsatzgebiet raus. Da muss man auch aufpassen, dass man schnell genug ist. Und ja, wie auch immer. Das war es soweit zu meinem ersten Let's Play von Emergency 2017. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns dann morgen wieder bei einer neuen Folge. Wusstest du das? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.